So, dann haben wir jetzt auch wieder Upgrade. So, jetzt haben wir nur noch die beiden. Dann nehmen wir das. Kostet 3. Was haben wir hier? Kostet 8. Ach, kostet auch 4. Ja, da hätten wir das nehmen können. Aber egal, jetzt haben wir das. Ne? Kostet 8, das kostet 6. Hier 4. Den hier will ich. Guy kann im Laufen, aber nicht im Sprint Armbrüste nachladen. Boah, lass mal darauf sparen. Könnten wir wirklich gebrauchen. Lass mal darauf sparen jetzt. So. Hier können wir speichern. Und wir haben hier wieder drei neue Quests. Boah, lass mal wieder zu Vinci. Haben wir hier. Neue Immobilien auch noch. Aber lass mal zu Vinci. Oder Vin, oder wie der heißt. Will ich aber mein Schwert wieder haben. Ich will wieder ein Schwert. Jetzt haben wir wieder ein Schwert. Und hier. Egal, da kümmern wir uns nicht drum. So, dann reiten wir los. Könnten aber auch mal. Ne, die Gegend werden wir so oder so alles noch erkunden können. Hier haben wir aber ein Stück noch nicht erkundet. Aber ich will zu Vinci auf jeden Fall. Mal schauen, was der wieder für eine geile Waffe hat. Vor allem die Arkebuse will ich jetzt wieder haben, auch noch. Aua. So, und dann hier lang. Jo. Vinci, nein. Boah. Boah. Hat weh getan. Hallo. Komm, steig auf. Ei, steig auf. Komm. So. So. Da kriegen wir die Akabuse wieder. 108 Gold. Ja, kaufen wir, egal. Und Munition, 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 Munition. Die will ich auf jeden Fall wieder haben. Mit Feuer und Schwert. Bist du bereit? Hast du meine Theorie in Betracht gezogen? Wie immer habe ich keine Ahnung, wovon du sprichst. Habe ich es dir noch nicht gesagt oder kannst du mir einfach nicht folgen? Keine Zeit für Erklärungen. Ein Trupp der Armee transportiert gerade Paraffin zu ihrem Lager. Du musst sie aufhalten und es hierher bringen. Und bevor du mit leerem Blick Para was fragst, Paraffin ist brennbar. Darum wollen wir es. Es ist ein riskanter Transport, also sei vorsichtig. Nun, wenn du erfolgreich bist, kann ich den Flammenkotzer entwickeln. Ich verspreche dir, er ist deine Zeit wert. Den Flammenkotzer. So, den Karrenclown befordert Militärlager erreicht. Alles klar, wo ist er denn? Da. Wo ist das Militärlager? Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber wir haben immer noch kein Schwert. Ich will ein Schwert wieder haben. Nein. Da hinten ist er. Ja. So schnell. Nein, da lang, da lang, da lang, da lang. Komm. Ja. Und jetzt haben wir den. Wir werden angegriffen. Nein, weg. Nein. Aua. Nicht der Wagen. Nein, nicht den Wagen. Hallo. Dö, 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 dö. Nicht den Wagen kaputt machen, ja?
Nein. Ah, nein, nein, nein. Komm, schnell, 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 schnell. Kumpel, wo bleibt dein Geld? Knapp. Kurz aussteigen. Ja, steig zurück auf den Karren. Ja. Bring den Karren zu binden, ohne ihn zu beschädigen. Ja, bin ich auf dem Weg. Das war aber knapp. Da haben wir eine Sense, glaube ich, oder? Oder was ist das? Das. 2 von 9 Notizen gesammelt. Ist. Und noch eine Notiz. Einen noch, da können wir richtig geil singen. Nein, Vorsicht. Hier wollen wir durch. Machen alles kaputt. So, und dann hier nach links. Hier haben wir einen Katapult. Vielleicht finden wir irgendwie irgendwann noch so eine Kuh oder sowas, dass wir da drauf ballern können wie im Trailer. Wenn wir dann Kühe abfeuern. Da müssen wir hin. Genau, da hinten war die Schuppen. Da. Gut, 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 gut. Jetzt kann ich endlich den Flammenspucker zusammenbauen. Ich dachte, er heißt Flammenkotzer. Über den Namen muss ich noch nachdenken. Jetzt lass mich in Ruhe erfinden. Militärische Revolutionen ereignen sich selten von allein. Flammenwerfer wurde zum Hinzug. Nein. Vorstand der Flammenpisser. Das ist furchtbar. Hat in meinem Kopf etwas besser geklungen. Wie auch immer, das ist er. Test ihn an meinem Kalkulator. Multiplikationen mit komplexen Zahlen haben ihn leider das Leben gekostet. Du meinst diese tote Kuh? Das ist keine Kuh, das ist ein Kalkulator. In diesem Königreich wird es solche Hightech-Geräte erst in Jahrzehnten geben. Allein die Zucht dauert Monate. Okay. Ja. Ah, jetzt hast du wohl einen Stakulator. Oh, ein Scherz. Mit solch Wahlumfang bin ich gut vertraut. Ich könnte sagen, das Thema ist für mich brandheiß, haha. War genug der anspruchsvollen Scherze. Wir haben Arbeit zu erledigen. In der Hauptstadt gibt es ein Bordell. Sehr zum Missfallen des Bischofs. Er möchte alle, die damit zu tun haben, brennen sehen. Buchstäblich. Seien es ein Kunden oder Angestellte. Diese Erfindung hier kann das ermöglichen. Du arbeitest für die Kirche? Naja, ein kleines Stipendium hier und da kann nicht schaden. Die Sünder müssen brennen. Tu es und der Flammenwerfer gehört dir. Das ist doch mal ein toller Name. Mach dich auf den Weg zum Bordell in der Hauptstadt. Hauptstadt? Wo ist die Hauptstadt? Da scheint die Hauptstadt zu sein. So. Ach, das ist... Hier, das ist komplett die Mauer der Hauptstadt. Das ist alles die Hauptstadt. Ich habe hier nicht die Mauer erkannt. Nice. Jetzt brauchen wir wieder aber ein Reittier. Da haben wir eins. Komm, steigen wir drauf. Und brennen jetzt einen Puff nieder. Nice. So. Irgendwie ganz schön still. Ah, jetzt kommt Musik. Nice. War ganz schön still gerade gewesen. Warte mal, hier hinten gab es doch irgendwo bestimmt ein Schwert. Irgendwo hier. Genau, hier bei dem Felsen irgendwo dahinter. Wo auch ein Zelt war. Da haben wir ein Schwert. Den wollen wir haben. Slot besetzt. Ja, die Axt wollen wir nicht. Wir wollen keine Axt. Axt weg, dafür Schwert. Nice. Jetzt bin ich gespannt, wie die Hauptstadt ist.
So, das sieht schon hier nicer aus. Ups. Was ist die Hauptstadt? So, und da geht's zum Bordell. Verwende den Plan, um die Sünder in der Nähe des Bordells zu verbrennen. Sünder verbrannt 0 von 10. So, wo haben wir den Flammenwerfer? Da. Die Attribute haben wir nicht mehr. Ah. Ihr sollt brennen! Ah, das wird jetzt interessant. Komm, brennen! Brennen sollen sie! Aua! Komm, brenn! Du sollst brennen! Ja, alle niedergebrannt. Sollen sie? Ja. Wir besitzen jetzt einen Flammenwerfer. Nice. Sieht auch nicht schlecht aus hier. Girls Nightclub. So, was gibt's noch? Wir haben hier immer noch was. Wir können hier aber irgendwas kaufen. Warte mal, da will ich mal hin. 2.500 haben wir immer noch. Da boxen die sich wieder. Nice. So, warte mal. Ach, wir sind schon fast da. Hafenkran, drücke E, um diesen Speicherpunkt zu kaufen. Ausrüstung, Nahrung, Armbrust. Nein. Jetzt haben wir wieder eine neue Immobilie. Hier gibt es auch noch was. Auch noch in der Stadt, Hauptstadt. Da vorne. Auch. Dann würde ich sagen. Schauen wir mal, was das kostet. So, wo lang? Einfach weiter die Straße entlang. Ups. Doch, nicht schlecht, wie die Straßen hier gebaut sind hier. So Mittelstreifen. Das können wir uns hier holen? Börse an der Ballstraße. Drücke irgendwie diesen Speicherpunktskopf für 2.500. Aber passives Einkommen 700 die Stunde. Ist auch nice. Okay, dann hier draußen haben wir auch noch was. Ups, ich habe da jemanden totgeritten. Aus Versehen natürlich. So. Und dann gibt es aber auch noch was irgendwo. Hier, yo. Haben wir hier? Sieht auch interessant aus. Die Spielwassergefährten. Drücke E, um diesen Speicherpunkt zu kaufen. Passives Einkaufen 500 die Stunde. Und Nahrung und Kleidung kriegen wir hier. Nice. Ah, nice. Hier kriegen wir alle Kleidung, die wir... Oh. Ein Musikstück. 3 von 9 Notizen gesammelt.
Aber wir haben, glaube ich, auch gebessert. Wir haben keine Dings hier. War nice. Hier können wir Klamotten wechseln. Hm? Ah, hier ist Geist Standardkleidung. Hier Kleidung des Todes. Frauenkleidung. Ah, wir ziehen uns wieder. Naja, komm. Wir laufen wieder als Sensenmann rum. Gibt's wieder Geld, aber das bisschen brauchen wir nicht. Aber wir sind jetzt wieder so gut wie pleite, ey. Jetzt brauchen wir definitiv Geld. Hm. So, ich will aber irgendwie Vinci machen. Hier. Da gibt es immer so geile Waffen. Und da wir jetzt die komplette Map freigeschaltet haben im Grunde, können wir wahrscheinlich auch hoppla. Ich habe wieder Tab gedrückt. Vielleicht können wir dann irgendwie alles an Waffen und so weiter, was der hat, freischalten hier. Wir laufen hier aber jetzt ein bisschen als Sensenmann rum. So, und hier haben die jetzt wahrscheinlich sich schon alle totgeprügelt hier. Und ein Hufeisen, natürlich. Und sagen wir 2 ein Fähigkeitspunkt erhalten. Mein Pferd, nein. Komm, nein, 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 nein. Schnell absteigen. Nicht, nein, 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 komm. Riskier's. Oh, mein Pferd ist tot. So, kann ich den kaufen? Ja. Dann kriegen wir hier immer ein neues Pferd. Seht ihr das hier oben? Das ist irgendwie ein Bug? Aua. Ah, nein. Nein. Ich will nicht sterben. Noch nicht. Rennen sollen sie. Das hier irgendwie stört mich ein bisschen so. Aber immerhin haben wir hier. Das hier gefällt mir mehr. Nehmen wir das. 0815 Pferd, schade. Aber jetzt sind wir mal fahndungslos. Und ab zu Vinci. Ah. Und da wären wir schon fast. Und jetzt wären wir da. Da können wir. Flammenwerfer-Munition? Ja. 72 Gold oder die Arkebuse? Hm. Ja, wo ist die Quest? Da. Da oben muss.
Ja, da oben ist sie. Panzer, gebensten Dank. Was? Sagt dir der Begriff Meisterwerk etwas? Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Grußworte sind höchst unproduktiv. Du musst dich konzentrieren. Wenn es gut geht, wird mein nächster Entwurf genau das. Mein Opus Magnum. Mein Pietre de Resistance. Es ist nur eine Frage der Reibung, multipliziert mit Belastung. Aber das Wichtigste zuerst. Wir brauchen einen guten Karren mit 4 Rädern. Das weckt sogar mein Interesse. Du bekommst deinen Karren in der nächsten Stunde. Versprochen. Ach, es geht doch nicht über ein gutes Wortspiel, um die Stimmung zu heben. Und jetzt los. Okay. Ich bin einen gewöhnlichen Karren mit 4 Rädern. Gut, dann suchen wir mal. Wenn er mal einsteigen würde, aufsteigen. Ja. Hat ein bisschen gedauert, aber ja. So. Jetzt ein Karren. Das sieht. Hat aber keine 4 Räder. Der auch keine 4. Bestimmt in der Stadt. Auch 2 Räder. In einem gewöhnlichen Karren mit 4 Rädern. Die haben alle 2. Bin ich jetzt ein mit 4. Der hat 4 Räder, aber den kann man nicht. Den kann man nicht fahren. Ja, der muss rappen. Beatboxen. Der hat auch 2. Ja, dann reiten wir hier ein bisschen rum. Vielleicht finden wir eins noch. Auch 2. 2 Räder. Okay, vielleicht in Disneyland gibt es eins. Ja, ja, roten Blitz. Da ist hier nix. Vier Räder, aber den kann man nicht fahren. Nase juckt. Aha. 9767. Keine Ahnung, was die Zahl bedeuten soll, aber ich habe eine Idee. Wir waren hier oben ja noch gar nicht. Vielleicht findet man da was. Dann reiten wir mal los. Und noch ein Musikstück. 4 von 9. Nice. Wer weiß, wie viele wir während des Let's Plays finden. Ob wir auch vielleicht alle schaffen. Wäre schon geil. Auf Hufeisen und so weiter. Und irgendwas anderes gab es ja auch noch als Sammelobjekt. Was waren das nochmal? Wie großartig ist hier auch nicht. Was haben wir hier? Du kannst auf diese Kleidung keine Rüstung anlegen. Wir können hier eine Rüstung holen. Genau hier. Oh. Dann müssen wir. Oh, nice. Dann suche ich mal eben hier wieder den einen Klamottenladen, den wir gekauft hatten. Reiten da nochmal hin.
Hotdog. Wo war denn das überhaupt? Das hier war das, ne? Dann müssen wir jetzt nächste rechts, also nach unten. So. Dann holen wir uns die Rüstung. Wir holen uns jetzt die Rüstung. Scheiß auf diesen Wagen mit vier Rädern, wir holen uns die Rüstung. Warte. Da haben wir eins. Eins mit vier Reifen. Das wird reichen. Gewöhnlichen Karren mit vier Reifen. Ja. Aber jetzt holen wir erstmal die, unsere normale Kleidung. Und dann die Rüstung. Wir brauchen die Rüstung jetzt. Ja. Da müssen wir schon vorsichtig halten. Da. Ja, okay. Dann holen wir uns die doch nicht. Aber zurück dann zu Vinci. Win. Ach nö. Der ist mir vor die Karre gelaufen. Geh weg! Stop where you are! Weg mit euch! Nein, weg von mir, weg von mir, weg von mir, weg von mir. Ach nö, rennt mir der nächste, genau von. War nicht hier irgendwo irgendwas, um die Fahnen wieder loszuwerden? Gab's hier nicht irgendwo sowas? Aber wir kommen eh gleich an einen vorbei. Ja, da. Na, ja, komm. Ey, lass mal mein Ding hier in Ruhe. Was eine Tortur. Bringen wir dann einen gewöhnlichen Wagen mit vier Rädern. Was hier? Ne, das wollen wir nicht. So, einmal durch die Stadt. Dann hier nach unten. Dann trinke ich jetzt eben nochmal einen Schluck. Hufeisen. Den brauchen wir. Den nehmen wir mit. 9 von 20 Hufeisen. Nice. Und hier gibt es nochmal Leben. Den sammeln wir auch nochmal auf. Ja, fahren wir, rettern wir vorbei, bitte. Danke. So, dann hier noch rein. Oder raus, besser gesagt. Und hier. Ah, Wind wird sich freuen.
So. Da spiele ich es auf einmal irgendwie wieder dumm. So, jetzt kommt wieder was. So. Ich hoffe, der ist glücklich. Ja, das wird reichen. Große Aufhängung und eine beeindruckende Anzahl an Rädern. Jetzt bringen wir eine Armbrust. Wie, eine herkömmliche Armbrust? Nein, eine Automatik-Armbrust. Die ist viel angebrachter. Du wirst schon sehen. Ich bin eine Automatik-Armbrust. Eine Automatik-Armbrust? Wo soll ich jetzt eine Automatik-Armbrust herkommen? Baboon's bar.